Test, Test, Test. Ja, da sage ich mal Mahlzeit, liebe Zuschauer. Was sagt überhaupt die Uhr? Moment. 13.33 Uhr, ja. Ja, erstmal viele Grüße an alle lieben Zuschauer. Wir sind hier in Köln vor dem Landgericht, Amtsgericht. Ja, das sind ja alles kombinierte Institute, glaube ich. Und dokumentieren eine Mahnwache für oder auch von Elena Kolbasnikova. Ich weiß, es kann sein, dass es schon losgeht. Ich halte erstmal hier den Schnabel. Die Einzelheiten werden ja gleich noch erklärt, worum es geht und was hier Sache ist. Ne? Wir gucken erstmal zu oder hören mal zu. So, da wir jetzt Probleme mit Akku haben, mein Mann bringt jetzt neue Batterie, dann werde ich schon eröffnen. Weil wir müssen das am Anfang machen und danach erst Musik oder sowas, müssen wir unsere Vorlage lesen. So, gibt Probleme mit der Lautsprecherbox, wohl mit dem Akku hier, kleinen Moment noch. Interview. Ja, kurz erklären, worum es hier geht, weil die müssen ja noch am Akku arbeiten hier. Ja, heute ist die Landgerichtsverhandlung, also Berufungsverhandlung gegen die Elena Kolbasnikova, die sich sehr engagiert hat, weil auch seit 22 als Friedensaktivistin. Und irgendwann hat sie wohl mal in einem Interview gesagt, Russland sei kein Aggressor. Und deswegen ist sie verurteilt worden beim Amtsgericht zu 30 Tagessätzen. Ja. Zur Berufungsverhandlung, genau. Dann hören wir erstmal und dann sehen wir uns ja gleich noch. So, Elena liest die Dingens hier, Vorschriften vor. Moment. Die Menschenwürde anderen darf nicht verletzt werden, indem Personengruppen beschimpft oder durch Aussagen böswillig verachtet werden. Die Kriegshandlungen Russland gegen die Ukraine dürfen nicht geleugnet oder gar verherrlicht werden. Zudem sind ähnliche Äußerungen zu unterlassen, die den Kampf und Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit dem gegenwärtigen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine gleichsetzen. Die staatliche Souveränität der Ukraine darf nicht in Frage gestellt werden. Äußerungen, die als Unterstützung der gegen die Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte oder des russischen Präsidenten Putin zu verstehen sind, haben zu verbleiben. Dies gilt für die Äußerungen in Wort- und Redebeiträgen, Schrift, Liedgut, künstlichen Darstellungen sowie Handlungen und Verhaltensweise jeglicher Art, unabhängig davon, ob sie auf Meinungsgegner treffen oder nicht. Der öffentliche Frieden ist zu wahren. Das öffentliche Zeigen des Zeitzeichen und der V-Zeichen sowie sonstige Symbole, die den Angriffskrieg der russischen Armee oder der russischen Regierung unterstützen oder verherrlichen, ist damit der aktuellen Krieg Russland gegen die Ukraine billigen, ist untersagt. Die von den Beschallungsanlagen ausgehende Lautstärke darf einen Höchstwert von 85 dB gemessen 5 Meter von der Mündung des Schalltrichters der Lautsprecher entfernt nicht überschreiten. Ja, das war's. Und jetzt? Ich freue mich auf die Gegner auch. Ich wünsche alles Gute für Gegner. Seien Sie gesegnet und seien Sie gesund mit Kopf. Wenn ihr einfach nur dumm seid. Ihr packt meine Ohren, Elena. Wie kann man mit einem Terroristen in Russland...
So, die Kölner Stammgegendemo ist auch vertreten mit 5 Leuten, 5 Mann. Putin ist ein Mörder! Ungefähr so, ne? Ja. Jetzt tanzt ihr auch! Putin ist ein Mörder! 60% neuer Kleidung wird innerhalb eines Jahres entsorgt. Wie gesagt, im Moment, achso, jetzt scheint er zu laufen, der Lautsprecher hier. Katjuscha und der russischen Hymne habe ich angefangen, Russisch zu lernen. Es hat echt einen schönen Text, kann man sich mal auf YouTube in Deutsch mit deutscher Übersetzung aufrufen. Ist im Gegensatz zum Beispiel zu amerikanischen oder vielen anderen Hymnen überhaupt nicht blutrünstig. Alles klar? Alles klar?
sein. Bisschen Video. Die Dokumentation. Nein, ich muss jetzt gleich, ich komme gleich nochmal, ich muss da, ich muss jetzt, hab selber eine Gerichtsverhandlung. Ja gut, dann wieder voll. Hast du Feuer? So, vielleicht zur Diskussion gerade im Chat. Bitte Leute, bleibt da sachlich. Wir dokumentieren ja hier die Mahnwache von der Elena. Und das ist natürlich keine Stellungnahme oder sonstiges, sondern wir zeigen halt nur, was hier in Köln gerade am Amts- oder Landgericht passiert. Und ich denke mal, da sollten wir alle ein bisschen ruhig bleiben und locker bleiben. Grundsätzlich, der Heinz hat es ja schon erzählt, ist die Elena angezeigt worden wegen, naja, ungünstiger Aussagen in Richtung Ukraine-Krieg und Putin. Naja, und da ist heute halt die Gerichtsverhandlung. Wir werden wahrscheinlich nachher das Ergebnis noch erfahren, was das Gericht hier an Recht gesprochen hat. Und dafür sind wir hier und dann glaube, da brauchen wir uns im Chat dann nicht aufzuregen. Natürlich darf man seine Meinung dazu sagen, aber ja, Mike. Russen dürfen auch in Deutschland nicht Musik spielen. Mein Gott, brauchst ja nur mal WDR 4 anzumachen, da siehst du ja, was da läuft. Also, was sind das denn für Argumente, Leute? Bleibt bitte locker, anständig, so wie das auch sonst hier im Chat üblich ist. So, warte mal, jetzt laufen die Leute durchs Bild. Wir machen gleich unsere Lautstärke laut. Und dann hört ihr. Ich habe nur eine Frage. Warum seid ihr alle immer so aggressiv? Was trinkt ihr oder was raucht ihr? Das ist doch krankhaft. Welche Medikamente nimmst du, Idiot? Идет нельзя говорить. Не, можно ее. Нет, хоть нельзя. Слава Украине! Слава России! Ja, genau, Schinks, ihr sagt das gerade, also wir möchten jetzt hier nicht in den Mainstream einstimmen und hier Russophobie oder sowas betreiben. Also ich bitte euch da wirklich auch im Chat locker zu bleiben. Reicht ja, wenn da oben die Spaßtruppe rumplärt. Ja, die typische Mannschaft hier, die in Köln immer zu jeder Veranstaltung geschickt wird, die halt nicht in den Mainstream passt hier. Da stehen sie alle, die Experten. Ja gut, ist halt in Köln so. Ja, Tommy, geht ja nicht um Musik hören, sondern um eine Veranstaltung und die wird hier dokumentiert. Wenn die Veranstalter Musik spielen, dann sind wir halt dabei. Ne? Ja, Walze schreibt Bravo Elena, das ist jetzt mal ein positiver Kommentar für die Elena. Also jeder darf hier natürlich seine Meinung kundtun, aber bitte anständig und nicht einseitig hier
sondern erstmal hören, worum es geht, was überhaupt passiert ist, was Sache ist, welche Konsequenzen da draus sich ergaben. Die ganze Story sollte man sich ja erstmal anhören. Ja, genau, Tina, so sehe ich das auch. Also, wenn wir uns da von der Presse belabern lassen und auch denselben Unsinn wiederholen, da machen wir es ja nicht besser. Und deshalb denke ich mal, haben wir auch den Stream hier gemacht, um halt die ganze Geschichte hier quasi neutral zu begleiten. Ja, liebe Gegner, nochmal. Echo. Ja, bitte schön. So, wir sind heute im Namen der Frieden hier gesammelt. Die Gegner, die auf anderer Seite sind und unter Drogen oder unter irgendwelchen Alkohol sind, ja, schade, wirklich schade, dass die Menschen so krank sind. Aber auf jeden Fall, wir ignorieren die. Wir sagen weiter Wahrheit. Und es ist so, Wahrheit ist, dass wir für Frieden zwischen Russland und Deutschland sind. Frieden, die immer wieder, jahrelang zwischen Russland und Deutschland war, muss wieder weiter sein. Unsere arme Deutschland kommt jetzt zu Tiefe. Warum? Weil manche verrückten Menschen machen alles kaputt. Die machen aus unserer Freundschaft einen Krieg. Die machen jetzt wirklich alles. Ah, ja, gucken Sie auf diese hysterischen Leute. Wie gesagt, ich kann nur lachen. Ich kann nur lachen, was diese Menschen so krank im Kopf sind. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir greifen niemanden zu. Wie alle anderen Menschen sehen, wir sind absolut friedlich, ruhig, ohne irgendwelche Schimpfworte und Affenzirkus, die von Gegenseite ist. Wir sind Menschen, die für Frieden hier sind. Ja, heute ist meine gerichtliche Sitzung um 15 Uhr hier. Das ist schon zweite gerichtliche Sitzung in der Sache nach unserem Widerspruch. Ich habe die Gesetze von Deutschland nicht verstoßen. Ich habe nur meine freie Meinung gesagt, die für Frieden ist. Ich will mit all meinen Kräften, mit letztem Atem in meinem Leben Frieden. Die Menschen, die Russland nicht kennen, die Menschen, die Ukraine nicht kennen, die können sehr laut dumme Sachen sagen. Aber ich bin in der Ukraine geboren, ich bin in der Zeit, wo Sowjetunion war, noch geboren und ich kann über diese ganze Sache erzählen und erklären. Seit Jahr 2013 in der Ukraine ist Maidan, eine Revolution, wo Regierung mit einer Revolution ist weg. Leider. Sehr, sehr traurig und sehr, sehr leider. Seitdem in der Ukraine ist diese kriegerische Bewegung und kriegerische Kämpfe. Seit Jahr 2014 ukrainische Regierung hat Donbass angegriffen. Zivilisten, die in Donbass leben, die haben angegriffen. Und die ganze 8 Jahre bis 22, die haben Donbass bombardiert, die Kinder vernichtet. Wer hat das erlaubt? Unsere deutsche Regierung hat das erlaubt oder wer hat das erlaubt? Das kann niemand aus normalen, lebendigen Menschen erlauben. Und wir stehen auch nicht dieser narzisstische Regierung, der jetzt gerade in Kiew ist, der Zivilisten ermordet, die ganz andere verschiedene Gewalttäter macht. Und deshalb unterstützen wir sowas nicht. Wir möchten weiter unsere friedliche Bewegung machen und wie gesagt, wir gehen weiter für Frieden zwischen Russland und Deutschland. Egal, was diese hysterische Seite sagt uns jetzt gegen.
Ja, vielleicht möchte ich auch die Gegenseite einfach empfehlen, nach Donbass zu kommen und mit ihren Augen schauen, was da gerade passiert und wie die Zivilisten von ukrainischem Regime getötet sind. Ja, wie gesagt, ich möchte diese Affenschrei von der Gegenseite nicht hören. Deshalb hören wir jetzt weiter russische Musik. Ja, Leute, es geht hier um diese Gegenveranstaltung, möchte ich das mal nennen. Ich hoffe, dass das auch alles seriös angemeldet ist. Den einen oder anderen kennt man schon, Protagonisten hier in Kölner Demos, die sind halt immer da. Man weiß gar nicht, kriegen die da wirklich Geld für oder machen die das aus Langeweile, keine Ahnung. Naja. Ja, ich glaube, die Gerichtsverhandlung ist um 15 Uhr. Das heißt, das dauert noch ein kleines bisschen, bis das hier ein Ergebnis verkündet wird. So lange bleiben wir einfach mal dabei. Bitte nochmal den Aufruf in den Chat. Ich weiß, der ein oder andere ist da sensibel. Bitte bleibt anständig. Wir dokumentieren hier ganz neutral diese Veranstaltung und wollen hier nicht unflätig in den Chat schreiben, gell? Ja, gepriesener Ufrechter, genau. Das kennen wir eigentlich sogar nicht. Ich weiß gar nicht. Natürlich kann man über alle Sachen verschiedener Meinung sein, aber bitte nicht unanständig hier im Chat. Jeder darf hier schreiben, was er möchte, solange das alles im patriotischen Bereich bleibt. Ja, danke schön auch schon wieder an die lieben Mods, die dabei sind. Ich weiß, das wird heute vielleicht ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass er doch hier sich ein bisschen einpegelt ins Friedliche, ins Diskutieren über verschiedene Standpunkte. Das sollte kein Problem sein. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина слава. Ja, Mike, natürlich, deutsche Hymne kommt vielleicht noch, klar, warum nicht? Da hat ja auch keiner was gegen, ne? Hallo, liebe Stinkebub, lieber Stinkebub, hallo. Ja, und ich denke mal, man kann natürlich schlecht... Meine liebe Gegenseite, so, leider, dass ihr Russisch nicht versteht. Das Lied heißt Aufstehen. Wir aufstehen gegen Narzissten. Ja, also wie gesagt, man kann natürlich schlecht eine russische Veranstaltung oder von Russen veranstaltete Mahnwache hier dokumentieren und dann damit rechnen oder darauf hoffen, dass hier nur die deutschen Lieder gespielt werden. Ich weiß ja gar nicht, was ist das für eine Erwartungshaltung. Also ehrlich gesagt, mir ist es ganz egal, welche Nationalhymne hier gespielt wird, weil wir sind ja nur dabei. Leute, wir machen hier keine Veranstaltung. Jeder kann das hier bewerten, wie er möchte, aber bitte anständig. Ich sage es nochmal. Ja, Daffiti, genau, die sind hier am Rumplärren. Das ist immer wieder lustig, ne? So sind sie halt. Keine Argumente, aber plärren. Aber wir kennen das ja von anderen Veranstaltungen. Auch da sind die Spezialisten immer dabei und plärren. Oh,
Ja, Michael, wenn ich das richtig weiß, ist, stirbt sie am Samstag in Köln. Das ist korrekt. Edi ist auch dabei. Hallo Edi. Jetzt wird langsam voll hier, jetzt wird eng. Alle wollen vorne sitzen, ne? Kennen wir ja. Ja, ich begrüße also, während die Musik noch läuft, hier auch schon mal die lieben vielen Zuschauer. Schinks hier 13, Stinkepup, Tina Will, Daffiti, Deutscher Allmann, Jens Spahn, Michael Gobrecht, Edi Skynet, Nacktwächter, Hallihallo, der liebe Nacktwächter. Ja, Nacktwächter, da musst du natürlich aufpassen, das musst du nacheinander trinken, nicht gleichzeitig und auch nicht verrühren, der Reihe nach. Ne? Fünfte Kolonne, dir auch viele Grüße aus Köln hier. Q17, dir auch viele Grüße. Genau, hier geht es um Recht und Wahrheit. Dankeschön, das ist eigentlich die passende Umschreibung. Wir zeigen einfach, was hier gemacht wird, was gezeigt oder dargeboten wird, welche Reden angeboten werden. Mehr machen wir hier nicht. Deshalb ist das ja eine Dokumentation und keine politische Aktion hier in dem Kanal. Ne? Ganz genau, Q17 hat es richtig gesagt. Johann Steigefeld, dir auch viele Grüße. Moment, warte mal. Krankenhaus wartet auf Sie. Wie dumm muss man sein, die eigene Anwältin der Kinder anzugreifen? Wir hören übrigens gerade, sprach uns Tanja. Da ist sie wieder. Ja, und ich grüße jetzt einfach mal alle anderen lieben Zuschauer, die hier mit dabei sind, auch. Sonst muss ich ja alle vorlesen. Lucifer sehe ich hier noch, Heinrich Nunnenkamp. Dankeschön dir auch fürs Reinschauen. Die Walze ist noch dabei, Mike ist dabei. Stefan Jort ist auch noch dabei, genau. Und alle anderen Zuschauer auch. Lieb gegrüßt aus Köln. Edi schreibt, die Russen kommen. Genau. Jens Spahn schreibt, macht einen tollen Job. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ja, also wir dokumentieren ja wirklich Gott und die Welt. Übrigens, ich war natürlich auch schon, wer sich jetzt wundert, ich war auch schon bei den Grünen und ich war auch schon im Hallenbacher Forst dokumentieren. Allerdings, ich gebe zu, die Videos habe ich nicht veröffentlicht. Moment, geht weiter. Hass, Hass und Hass. Nur das sehen wir von euch. Aggressiv, Hass. Was noch? Was macht ihr so Gutes? Zeigt mir bitte ihre Gesichter. Was macht ihr Gutes für Frieden? Was? Nur Hass. Hass und Aggressivität. Das sind ihre Gesichter. Und das ist Gesichter von Lisa. Ja, also bevor hier unnötige Kommentare kommen, ich habe natürlich auch schon Veranstaltungen von den Grünen oder im Hambacher Forst dokumentiert. Allerdings, wie gesagt, habe ich die nicht veröffentlicht, weil die doch arg nachteilig für die Protagonisten gewesen wäre. Ja. Also ich denke mal, wir möchten ja wissen, was in Deutschland los ist. Und dann zeigen wir auch alles, was wir mitbekommen. Und was wir nicht mitbekommen, können wir auch nicht zeigen. So machen wir das. Ja, Q17 schreibt, ist keine Schule. Ja, bei manchen Leuten ist die Schule ja sowieso. Ne? Kennst du ja.
Jorge Müller fragt, worüber die Demo ist. Das ist eine Mahnwache, die wurde hier angemeldet von der Elena Kolbasnikova, vermute ich mal. Und zwar geht es um eine Gerichtsverhandlung, die gleich hier im Amtsgericht oder Landgericht besser stattfindet. Das ist hier dieses Gebäude. Oh, ist arschgroß. Oh, sehr groß, ne? Also hier ist um 15 Uhr, glaube ich, eine Gerichtsverhandlung, in der die Elena hier quasi geladen wurde. Und zwar hat sie mutmaßlich, weiß gar nicht genau den Anklagetext, auf jeden Fall hat sie wohl irgendwie angeblich positiv irgendwie den Krieg oder Putin, frag mich, wird sie gleich alles noch erzählen. Kriegen wir gleich alles noch mitgeteilt. Ich bin ehrlich gesagt in dem Thema auch nicht so tief drin, aber müssen wir ja nicht, dafür sind die Veranstalter da. Ich kann aber auch unseren lieben Kollegen Heinz gleich nochmal fragen, der hat hier schon öfters Infos preisgegeben und sich ein bisschen intensiver drum gekümmert. Pass auf, können wir ja auch direkt machen, noch läuft Musik, pass auf, wir gehen mal zum Heinz. Heinz, pass auf, da wurde gerade gefragt, worum geht's? Sie haben den Anfang dann nicht mitbekommen. Erklär doch nochmal ganz kurz genau, worum es geht. Ich habe den Text natürlich wieder vergessen. Warte mal, ich muss hier mal Bild machen. So, bitte. Also im Jahr 22, als der Krieg in der Ukraine losging, da hatte sich die Elena wirklich sehr für die russische Seite eingesetzt. Ne? Weil hier in Deutschland kriegt man natürlich nur die NATO-Seite zu hören. Ne? Ist ja auch schon seit 2021 sind ja die beiden russischen Nachrichtenkanäle Sputnik und RT verboten. Und insofern hat sie praktisch die Zensur durchbrochen. Und das hat man ihr verübelt. Und, konkret ist sie also am Amtsgericht von einem Dreivierteljahr verurteilt worden, weil sie gesagt hat, Russland sei kein Aggressor. Und heute ist eben Landgerichtsverhandlung, Berufungsverhandlung. Unter welchen Paragraphen fällt das? Weißt du zufällig den Paragraphen? Das ist ja eine ganz, ganz neue Sache. Billigung von Straftaten. Also wenn man irgendwie Verständnis für die russische Seite hat, dann bringt man sich in die Gefahr, eine Straftat zu billigen. Ne? Also seit 1990 hat ja nun die USA überall, wo sie Lust hatte, reichlich bombardiert. Ne? Am allermeisten hat der Irak abbekommen. Da hat nie jemand irgendwie eine Straftat drin gesehen. Ne? Okay, danke schön. Wir hören nochmal. Wir deutsche Werft kommen und von dort gehen wir über Stadt Köln. Danach fahren wir zu Friedhof, wo sowjetische Soldaten begraben sind und legen die Blumen nieder. Ich sehe hier ein paar Personen, die bestimmt Russisch reden. Ich wollte diese Personen in russischer Sprache fragen. Habt ihr Gedächtnis verloren? Дорогие люди, которые на русском языке сейчас говорят, вы память забыли. Ты, Беларусь, я тоже твое фото сделал, встретимся там. Ебал свой, завали, ошлох. Нашим бойцам, которые выполняют свою героическую работу, спасибо тем, кто кует нашу победу в тылу! В песне мы победим! Und bevor die blöden Sprüche direkt kommen,
auch wir bieten hier auf dem Kanal niemandem eine Plattform. Das kommt ja dann immer, diese Unterstellungen. Wir dokumentieren hier politisches Zeitgeschehen in Köln. Pass auf, wir stellen uns mal gerade dabei. Sie sagen keine Wahrheit. Deswegen gebe ich kein Interview. Ach so, wir sagen keine Wahrheit. Aber Sie sagen die Wahrheit, ja? Ja, richtig. Aha. Warum verbreiten Sie denn diese Nummer? Ihre Eingang schon sagen, dass Sie lügen. Ah. Ihre Lachen dazu. Von welcher Sendung sind Sie? BDR. Von BDR. Aber jetzt. Wie gesagt, wir haben schon mehrere Interviews gegeben. Mein Mann sagt seine Meinung. Sie kann auch offen meine Meinung sagen. Wir sind für Frieden. Für Frieden zwischen Russland und Deutschland. Egal, was die Gegner sagen, das ist unsere Meinung. Warum vertreten Sie diese Novorossiya-Geschichte hier in Deutschland ausgerechnet? Jetzt gerade in Deutschland steht gerade Deutschland unter starkem Druck. Und wir sehen das, was gerade in Deutschland passiert. Deutschland kommt zu Tiefe, weil Deutschland unterstützt ukrainische nazistische Regime. Wir verurteilen das. Das darf nie sein. Und wir sagen weiter, dass Zukunft für Deutschland ist Freundschaft zwischen Russland und Deutschland. Das heißt also, mehr junge Leute sollen sich hier für diese Novorossiya-Geschichte interessieren, die in Deutschland leben, weil was hat das jetzt mit uns Deutschen zu tun? Was hat jetzt mit Deutschland zu tun, wenn Deutschland nach Novorossiya Waffen schickt, um die Zivilmenschen zu töten? Was hat Deutschland in Novorossiya zu verloren? Ja, sagen Sie jetzt mir bitte. Wo ist denn Deutschland in Novorossiya? Wo ist Deutschland in Novorossiya mit diesen Waffen? Wo? Warum deutsche Waffen schießen wieder auf russische Menschen? Warum? Wer hat das erlaubt? Sie? Ich nicht. Aber es gehen ja auch Kämpfer aus Deutschland nach Novorossiya und helfen den Russen. Welche Kämpfer? Hier aus Deutschland. Haben Sie gerade gesagt, dass deutsche Kämpfer in Novorossiya sind? Natürlich. Ja, dann aber mein auf Seiten der ihrer Milizen. Moment, dann heißt, dass sie unterstützen Krieg zwischen Russland und Deutschland. Sie haben jetzt gesetzwidrige Sache gesagt. Das ist ganz gefährlich, was Sie sagen. Ich habe keine gesetzwidrige Sache. Ich habe gesagt, es gehen Menschen aus Deutschland nach in den Donbass und kämpfen auf Seiten der Donbass-Milizen. Warum vergessen Zweite Weltkrieg? Ja, die Menschen vergessen das. Die Menschen vergessen, was die Geschichte war. Ja, dann kriegen sie tödliche deutsche Leute. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Deutschland weiter lebt. Dass Deutschland aufhört, die Waffen schickt. Aber Igor Grigin-Strelkov ist doch als erstes über die Grenze gegangen und hat diesen Krieg angezettelt. Wer? 2014. Wer? Grigin-Strelkov. Waren Sie dabei? Kennen Sie ihn persönlich? Ich weiß, ich kenne jemanden, der ihn kennt und ich weiß, dass er als erster mit 50 Milizen über die Grenze gegangen ist. Also, ja, wissen Sie, ich bin in der Ukraine geboren. Meine Hauptstadt ist Dnipropetrovsk. Im Jahr 2013, als Maidan passiert, an dieser Revolution war, habe ich das alles live gekriegt. Von meinen Eltern, von meinen Bekannten, Verwandten. Wollen Sie in Deutschland eine Revolution? Nein, wir wollen in Deutschland keine Revolution. Warum Deutschland unterstützt eine Revolution in der Ukraine? Warum? Das hat Deutschland gemacht. Und jetzt sehen wir die Folgen, die vom Jahr 2013, 2014 hier sind. Russland ist nicht schuld, wenn Deutschland Krieg unterstützt. Gut. Hallo Markus, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jetzt macht du nichts. Wir müssen gleich schon mal kurz reden. Hallo? Ja, wo wir gerade so viele Kameras an sind, würde ich gerne etwas aus dem Jahr 2014 erzählen, was mir noch in Erinnerung ist. Und zwar kann ich mich gut daran erinnern, dass in der Tagesschau zur besten Sendezeit 2014 ein Passant in Kiew zu Wort kam, als da der Putsch lief, mit den Worten: Wir sind doch alles Russen. Die Ukraine
ist eine Erfindung unserer Feinde. Das darf man sich heute gar nicht zu eigen machen. Dann hat man schon den Staatsanwalt an den Hacken, was 2014 immerhin noch um 8 Uhr in der Tagesschau gesagt wurde. In der Ukraine wird von den USA, von der CIA schon seit den 50er Jahren und erst recht seit den 90ern der Nationalismus gefördert. Und Sinn und Zweck soll natürlich sein, dass mit Russland so verfahren wird oder das passiert, was auch mit der Sowjetunion oder was mit Jugoslawien passiert ist. Aber das scheint nun hoffentlich nicht zu klappen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Zuschauer, wundert euch nicht, hier drüben ist eine Baustelle, hier ist ein bisschen Radau hin und wieder. Also das ist jetzt nicht von der Gegendemo, sondern da wird hart gearbeitet. Ne? Alles neu gemacht, alles für den Herrn Habeck klimatisiert und mit Brackwasser bestückt. Ne? Genau. Ja, wir sind also nach wie vor hier vor dem Land- und Amtsgericht zu Gast. Hier vorne sind auch zwei Herren von ZDF Frontal, hat er gesagt, die hier ein bisschen interviewt haben. So. Achso, und dieses Pfeifgeräusch kommt hinten von der Straße. Da ist ein Saugbagger im Einsatz. Der macht ein bisschen Radau. Nazis geworden, weil wir an Deutschland denken, weil wir an die Benzinpreise denken, an den Döner denken und die sagen, wir sollen Nazis sein. Wie geht das denn? 80 Millionen Deutsche geht schlecht und dieser Faschist oder Nazi oder was weiß ich, was das für ein Schwuchtel ist, denkt an Ukraine. Ich habe keine Angst, könnte mich keiner verurteilen. Hier, guck mal, was er da macht hier mal. Guck mal. Geh weg, Mann! So, jetzt gibt es da vorne Stress. Muss nicht sein. Ja, das muss natürlich gar nicht sein. Nicht, die stehen da jetzt beisammen, Polizei ist auch dabei. Das war für Russland. Das war mal viel Herzigkeit. Ja, ja, klar. Das war für Freiheit. Jetzt ist er natürlich direkt weiter am Labern hier. Oh, jetzt kommt hier noch die Polizei mit dem einen Herrn hier zusammen. Ja, wir bleiben einfach mal hier stehen. Es soll natürlich immer friedlich sein. Das ist, man muss da schon die Nerven behalten. Klar, die Gegenseite provoziert. Guck mal, jetzt sind die so eine Furze, läuft der weg. Aber man muss natürlich die Nerven behalten. Das ist A und O. So, da kommt ein Bauauto auch noch hier. Hier ist ganz schön was los, Leute. Eigentlich soll es nur eine Mahnwache sein und keine Schlägerei hier. So, ich habe das leider nicht gesehen, genau was da passiert ist, aber auf jeden Fall ist hier der, ich glaube, das ist der Ehemann von der Elena, hat sich da mit dem Spezi von der Tanja gezofft.
Eine Mahnschlägerei, ja genau, 1-0. Ja, das ist natürlich, Leute, macht da keine Witze drüber. Aber trotzdem muss man sagen, das kann man nicht machen. Das muss immer ruhig und friedlich bleiben. Da muss man als Veranstalter hier natürlich 1000%ig die Nerven behalten. Auch wenn die da wirklich Unsinn plärren und ihren Unsinn halt raushauen. Nee, nee, Leute. Ja, Drafiti, danke schön. Ja, eigentlich sollte ja Reden und Mahnwache sein. Jetzt ist das irgendwie zum körperlichen Nahkampf übergegangen. Und das gibt natürlich nur zusätzlichen Ärger. Ne? Das ist natürlich für eine Veranstaltung komplett ein Desaster. Das kann man nicht machen. Ne? Wenn das natürlich Selbstverteidigung, gerade schreibt jemand hier, das war Selbstverteidigung. Ich habe es wirklich nicht richtig mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass da auf einmal der eine Spezi am Boden lag. Aber das hat der Anzeigen-Oberspezialist ja auch hinbekommen. Der ist beim Handy anfassen umgefallen. Also das ist alles schwer zu bewerten. Das macht aber die Polizei hier schon. Und ja, die Herren sprechen da jetzt auch. Das lassen wir jetzt mal hier so geschehen. Ne, das ist jetzt polizeiliche Ansprache, keine Ahnung. Aha, da schreibt Hard Lucky, schreibt, er hat sich fallen gelassen. Also ich möchte auch das jetzt nicht hier beurteilen. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht ist es auf dem Video gut zu sehen. Wäre natürlich für die rechtlichen Aspekte wahrscheinlich sehr günstig, damit hier keiner falsch beschuldigt wird oder falsche Vermutungen rausgehauen werden. Leute, Gewalt ist keine Lösung, ganz genau. Das wollen wir auch nicht. Ja, und bleibt bitte auch im Chat dementsprechend ruhig und anständig. Ich muss das auch nochmal sagen. Ich weiß, der ein oder andere hat da jetzt Probleme hier. Auch mit dem Thema Russland und solchen sonstigen Sachen. Aber Leute, bitte reißt euch zusammen. Wir wollen hier nicht auf Mainstream-Niveau rummachen und diskutieren. Das soll alles sachlich bleiben. Ne? Gewalt geht gar nicht, da sind wir uns einig. Auch wenn die da drüben Unsinn reden. Es ist ja nichts leichter als zu sagen, der Michael macht das immer so schön, der sagt immer gute Besserung. Und da muss man als Veranstalter komplett drüber stehen. Also 1000% ist das Mindeste. Da darf man sich nicht von provozieren lassen. Man muss ja immer bedenken, diese Leute sind nur dafür da, solche Sachen zu provozieren. Das ist der einzige Zweck. Tja, und der blöde Saugbagger hinten, der macht hier einen Radau wie verrückt. Ach Leute, das ist natürlich wieder typisch hier. Der ist hinten am Saugen auf der Straße. Hallo, alles klar? Wir sind Raum 2 gleich. Ah, okay. Saal 2. Ja. Ja. Ich möchte jetzt sagen, dass, liebe Gegner, ihr provoziert uns. Immer wieder, egal wo wir sind, ihr kommt nach Aachen, ihr kommt an andere Städte, wo wir unsere Versammlungen und Demo machen. Ihr beleidigt uns öffentlich, überall, im Internet und so weiter und so fort. Und was wartet ihr noch? Somit beenden wir unsere Versammlung und gehen wir jetzt zu unserer gerichtlichen Sitzung. Danach machen wir das Auto weg. Jetzt machen wir das Auto. Danach im Saal, genau. Und dann reden wir bei dem Eingang, wenn alles fertig ist. Ja, okay. Und du hast viel Erfolg. Dankeschön. Ja, nun wollen wir hoffen, dass das hier nach Recht und Ordnung gesprochen wird. Da kann man ruhig mal viel Erfolg wünschen. Also ich hoffe, dass der Gericht da ja auch eine sinnvolle Entscheidung trifft. Immer schön nach Recht und Gesetz. So soll das sein. Ja, und das Gericht wird hoffentlich anständig darüber entscheiden, ob Elena da was
Falsches oder Unrechtes gesagt hat. Boah, der Staubsauger hinten ist ganz schön laut. Ja, Michael Gobrecht schreibt, er hat da auch schon gedroht und Schläge angedroht. Ja, das ist eben das Problem. Ne? Wie ihr wisst, die linke Seite darf eigentlich alles, die ist komplett spaßbefreit. Die können eigentlich machen und drohen und schubsen und was sie mal alles machen immer. Sind ja da quasi trainierte Profis. Und dann bleibt das natürlich für die anderen Leute auf der anderen Seite unheimlich schwierig, ruhig zu bleiben. Aber natürlich als Veranstalter muss man 10.000%, da muss, die Leute haben ja auch Erfahrung damit. Man darf auf keinen Fall auf solche Provokationen reagieren. Das ist also, ich sag das jetzt so einfach, ich reg mich da auch schon mal drüber auf, weil es halt so extrem nervend und auch albern ist. Aber ja, im Idealfall bleibt man ruhig, bewahrt die Ruhe, hält die Klappe. Ja, da muss man sich halt... Nee, Nacktwächter. Ja, da muss man sich zusammenreißen. Nee, ich bin kein Regenrichter hier. Im Gegenteil finde ich das jetzt schade. Das sind natürlich Sachen, die jetzt so eine Veranstaltung hier irgendwie ins Negative rücken. Das wollen wir ja nicht. Eine Mahnwache sollte immer friedlich bleiben. So, also hier Elena mit ihren Leuten. Die machen sich jetzt fertig für die hier Gerichtsverhandlung, kommen dann vorne zum Eingang und werden dann berichten, was das Gericht und der Richter befunden haben. Wir warten einfach mal ab. Biggie 1209, der Heinz hat es eben erklärt, die Elena hat wohl vor geraumer Zeit irgendwie russlandfreundliche Äußerungen getätigt und ist dann wegen Billigung von Straftaten, also den Krieg in der Ukraine, also angezeigt worden wegen der Billigung dieses Krieges. Muss man sich alles gleich nochmal genau anhören. Die Elena wird es bestimmt berichten. Und dann hören wir einfach mal. Also es geht eigentlich dann auch um die Grenzen der Meinungsfreiheit mittlerweile. Sind also diverse Aussagen zum Krieg in der Ukraine sind ja da schon nicht mehr zulässig. Oh, da oben ist ein Fluggerät. Der hat da gerade oben eine Runde gedreht. Naja, schwieriges Thema, müssen wir uns gleich nochmal anhören von den Experten. Eigentlich wurde auch gesagt, dass dazu eine Rede gehalten wird, aber so richtig hat das irgendwie hier nicht funktioniert heute. Ah, da ist der Bagger aus. Das war der Saugbagger gerade, dieser Pfeifton. So Leute, bitte regt euch nicht auf im Chat, bitte keinen Stress. Das ist alles noch hier im Rahmen, wir sind noch Herr der Lage, ist nichts passiert. Also hoffe ich, dass der Kollege noch gesund ist da hinten. Ne, man kann politisch da verschiedene Standpunkte haben, aber ne, das muss ja alles nicht sein. Wir wollen das auch nicht und keiner möchte das, hoffe ich. Und dann sind wir alle da, wo es sein soll. Ja, Nacktwächter schreibt, der sogenannte Richter kann sich nur entschuldigen. Ja, ich hoffe halt, dass es ein anständiger Richter ist, der wirklich nach bestem Gewissen da entscheidet und die Rechtslage vernünftig einschätzt. Ja, kann man immer nur hoffen. Ne? Gibt immer noch viele gute Richter, aber es gibt natürlich auch Richter, die dann schon mal Urteile sprechen, die wir nicht so recht nachvollziehen müssen, können, tun.
Ja, hier sind mittlerweile alle abgezogen. Viel war ja heute sowieso nicht los. So, sehr merkwürdig. Ich denke mal, wir gehen rüber zum Eingang. Elena sagte, sie kommt dann vorne am Hauptausgang wieder raus. Wir sehen uns gleich. Vielleicht. Ja, wie gesagt, also ne, Stress, Gewalt muss nicht sein. Schon gar nicht hier bei uns auf dem Kanal. Das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Pass auf, wir gehen mal nach vorne. Oh, kommt ein Auto. Zugeparkt hier. Das ist ja ein Ding. Ja, jetzt kommt er gar nicht raus hier. Das ist auch blöd. Ja, hier unser Amtsland. Nee, was ist das? Landgericht und Amtsgericht. Hier vorne steht es, man kann es hier sehen. Das ist also Landgericht und Amtsgericht. Luxemburger Straße 101, haben wir das auch mal gesehen. So, da guckst du. So sieht's aus. Ja, ich denke mal, wir warten hier. Das ist hier so ein bisschen trist hier. Ist gar keiner mehr da. Wo sind die alle hin? Hinten wird noch eine Fahne gehisst. Ne, da hinten ist noch jemand. Naja. Ja, jetzt wird es ruhiger, Leute. Das ist sehr angenehm. Justizpalast. Macht den Riesen, schreibt Justizpalast. Ganz genau. Dynamesch schreibt um die Verteidigung eines aggressiven russischen Imperialismus. Nein, nein, wir verteidigen hier gar nicht. Leute, bitte bleibt ruhig. Behalten Sie die Nerven. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir verteidigen hier nichts. Wir löschen nichts, wir zensieren nichts. Wir sind einfach hier nur dabei, um zu sehen, wie dieses Gerichtsurteil ausfällt. Welche Aussagen in Deutschland als strafbar gelten, welche eben nicht als strafbar sind. Bitte interpretiert hier eine ganz normale Berichterstattung, nicht in irgendwelche Weltideologien. Ja, Wetter ist herrlich, ne? Habt ihr schon gesehen hier. Ja. Wunderbar. So muss das sein. Ne? Allerdings ist, glaube ich, schon wieder Regen angesagt. Werden wir sehen. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier jetzt nicht irgendwie unbeteiligte Leute dauernd abfilme. Wo gehen wir denn da hin? Theoretisch könnten wir ja auch einen zweiten Teil machen, weil hier tut sich im Moment nicht viel. Ach so, hier ist der Saugbagger. Da ist er, der Übeltäter. Der hat die ganze Zeit rumgetrötet hier. Da ist er, der Saugbagger. Ja. Jetzt stehe ich auf dem Fahrradweg. Jetzt weiß ich nicht, was sollen wir machen. Sollen wir so lange ausmachen? Sollen wir einen zweiten Teil machen? Wäre, glaube ich, sinnvoll. Ne? Jetzt hier Unsinn erzählen. Putzturm Ost schreibt, wo soll die Mahnwache sein? Die Mahnwache ist jetzt schon beendet. Die war hinten am Seitenausgang vom Gericht hier. Also, warte mal. Ich zeige da gerade darüber. Da war die Mahnwache. Waren aber nicht viele Leute da. Relativ ruhig die ganze Sache. Bis auf die kleine Diskussion am Ende. Da gab es dann eine Rauferei, würde die Lügenpresse schreiben. Ja, genau. Ja, Ignaz, hallo, viele Grüße. Ich habe gehört, du bist nachher auch noch vor Ort. Ne? Kommst du nach hier oder trefft ihr euch irgendwo? Kannst du vielleicht mal schreiben. Ne? Ja, ich könnte was tanzen.
Marktwächter bitte nicht solche Vorschläge, sonst wird dann nachher noch für abgestimmt hier. Ne? Also Ignaz macht, soviel ich weiß, auf jeden Fall nachher noch ein Interview mit der Elena. Mülgau Magic schreibt, stell dich vor die Kamera und erzähl was von deiner Journalistentätigkeit. Nee, lieber nicht, Mülgau Magic. Aber in der Tat, ich werde demnächst mal ein Video machen. Ich hatte ja die 10.000er-Grenze erfolgreich wieder verpennt mit 10.000 Abos. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn wir 11.111 haben, dann machen wir mal ein kleines Special zum Kanal, zu mir und der ganzen Chaos-Situation insgesamt. Die 11.111 haben wir jetzt auch lustigerweise schon überschritten. Ich bin also schon wieder zu spät. Aber das machen wir demnächst mal. Ne? Da schauen wir einfach mal, dass wir gemütlich eine Runde machen und ein bisschen vielleicht auch so aus dem Chat ein paar Fragen beantworten. Oh. Da hatte das Gimbal ein bisschen Probleme, hat gewackelt. Ne? Ja, eben, ist schon auf 11.200. Das ging jetzt beim Sturzenberger so schnell, dass ich die... Aber vielleicht werden jetzt auch viele wieder gelöscht, ne? Weil wir hier von der Elena berichten. Stinkepup schreibt 1 zu 2, nee, 1 dafür, 2 dagegen. Jetzt weiß ich nicht, 1 ist jetzt zweiten Teil. Da müssen wir, glaube ich, nochmal abstimmen. 1-Millionen-Spezie, ja genau. Ja, der Bagger hat Pause im Moment, jetzt wird geklopft. Ja, also ich würde sagen, wir machen hier Pause, das ist ja nicht fruchtbar hier. Ich könnte mich nur weiter lächerlich machen mit weiteren Kommentaren. Dankeschön, liebe Tina. Ihr müsst immer dabei schreiben, 1 oder 2, was das bedeutet. Ich sehe ja nur 1, weiß aber jetzt gar nicht, ist das jetzt zweiter Teil oder nicht zweiter Teil? Genau, Leute, wir machen hier eine Pause. Ich denke mal, das ist am sinnvollsten. Das kann ja auch 1-2 Stunden dauern. Man weiß nicht, wie lange die Leute da jetzt zu lange sind. Okay, Dankeschön fürs Reinschauen. Bitte bleibt weiter im Chat anständig. Ich lasse das noch ein paar Minuten, ist das ja immer noch an. Bleibt anständig. Bitte regt euch nicht auf über verschiedene Standpunkte. Wir wollen es ja hier ein bisschen besser machen als der Mainstream. Und da sollte sich jeder auch selber ein bisschen Mühe geben. Okay, Leute, dann bis gleich. Macht's gut. Wir sehen uns.